Das Waldgebiet im Norden von Brandenburg zwischen Oberhavel und Uckermark. Von oben eine zauberhafte Naturlandschaft. Doch unten machen Menschen einen echten Knochenjob. Er will heute erfahren, was es heißt, im Wald zu arbeiten. Matthias Steiner, Europameister und Olympiasieger im Gewichtheben. Der stärkste Mann der Welt. Mit schwerer Arbeit kennt er sich aus. Mir geht es so, ich habe zu Hause nur einen kleinen Privatwald, wo ich ein paar dünne Bäumchen mal umschneide für den Eigenholzbedarf. Das ist natürlich kein Vergleich zu richtiger Waldarbeit. Und jetzt interessiert mich das, was passiert im großen Forst. Was ist die wirkliche Arbeit? Fährt man wirklich nur mit den großen Geräten durch? Wie viel muss händisch gemacht werden? Was sind die Gefahren in so einem Wald? Es gibt ja unterschiedliche Wälder. Wir sind ja hier in einem relativ flachen Gebiet, aber dicht stehen. Das sind alles so Fragen, die interessieren mich. Das ist einfach höchst interessant. Landesförsterei Steinförde. Es ist 7 Uhr morgens. Schichtbeginn für Forstwirtschaftsmeister Randolf Knittel und seine Rotte. So heißt hier das Waldarbeiterteam. 15 Kilometer sind es bis zum Einsatzort mitten im Waldgebiet Neutümen. Für das Sägewerk Robeta sollen heute 60 Bäume gefällt werden. Direkt an der Grenze zu Uckermark. Revierleiterin Anke Schneider gibt letzte Anweisungen. Wir haben auf beiden Flächen im östlichen Bereich den Grenzkram. Ich habe mit den Nachbarn schon gesprochen. Ihr könnt Bäume rüberfällen. Ihr müsst dann bitte aufpassen, wenn ihr das Stammholz rüberrückt, dass die Gräben nicht beschädigt werden. Für den reibungslosen Ablauf ist Forstmeister Randolf Knittel verantwortlich. Patricia Völling ist Azubi und die einzige Frau im Holzfällerteam. Die 19-Jährige macht ihre Motorsäge startklar für den Tag. Das Öl ist für die Kette zum Schmieren und das Benzin ist halt für den Motor. Helmut Schley ist 59 Jahre alt und für die Raupe mit Seilwinde zuständig. Die kommt als sogenannte Fellhilfe zum Einsatz. Ein Drahtseil zieht die Bäume dabei in die vorgesehene Fallrichtung. Vor Arbeitsbeginn schärft der 42-jährige Lars Wille seine Säge. Jeden Tag aufs Neue. Jeder feilt auch ein bisschen anders. Und hier hat man ja auch so einen kleinen Tiefenbegrenzer. Der eine nimmt den Tiefenbegrenzer ein bisschen mehr runter, der andere ein bisschen weniger. Und so hat jeder seine eigene Machart, wie er das handhabt. Und hat auch jeder seine eigene Säge. Ein Drittel von Deutschland besteht aus Waldfläche. 750.000 Menschen arbeiten in der Forstwirtschaft. Das sind fast genauso viele wie in der Autoindustrie. Inzwischen ist es 9 Uhr. Matthias Steiner kommt mit Verspätung in den Wald. Stau auf der Berliner Autobahn. Also schnell rein in die Arbeitskluft. Kriege ich auch Sicherheitsstiefel? Kriege ich alles der Vorschrift? Alles nach. Okay. Und hier wird nicht geguckt. Ah, die Klamotte sitzt. So, und dann sieht er aus wie ein Holzhauer. Bevor es richtig losgehen kann, bekommt er noch eine kurze Sicherheitseinweisung. Da haben wir das gute Stück. Ja, eines der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen an einer Motorsäge ist die Kettenbremse. Mhm. Die Kettenbremse kann trägheits ausgelöst sein, also durch ein Kickback, ein Zurückschlagen der Säge, dann springt die ganz automatisch drin. Oder sie wird gegen die Hand geschlagen, okay. Und man löst sie durch Druck aus. Ja? Okay. Aha. So. Ja? Was passiert, wenn das nicht hinhaut, kann sowas sein, ja. Randolf Knittel hat bei seiner Arbeit zwei Finger verloren. Was ist mit der Kettensäge passiert? Das ist mit einer Kettensäge mal passiert. Okay. Ja, ist schon ein paar Jahre hierher. Die Säge ist mir so kurz über die Hand gegangen und wollte mit dem Schwert im Hals rennen. Und dann habe ich bloß die Hand vorher halten. Und also die konnte sich nicht auslösen, die Kettenbremse. Ich hatte keine Chance. Ich musste die Hand hier vorhalten, sonst wäre sie hier rein her. Okay. Randolf Knittel hatte dabei noch Glück, denn die Arbeit im Wald ist lebensgefährlich. Im letzten Jahr verunglückten 753 Arbeiter. Für 29 endete der Unfall tödlich. Wie schnell etwas schiefgehen kann, merkt Matthias Steiner wenig später. Als erste Übung soll er mit der knapp 8 Kilogramm schweren Kettensäge eine 30 Meter lange Kiefer entasten. So, jetzt
kommt der Ast, der wird so. Dieser Ast wird entweder so entastet oder so. Das heißt, ich muss mir nachher mit dem nackten Arsch drüber rutschen können. So ist es. Und schon ist es passiert. Matthias Steiner ist mit der Säge abgerutscht. Seine Sicherheitshose verhindert Schlimmeres. Das passiert, wenn man mit der Kette ins Bein kommt. Dann zieht sich die Schnittschutzeinlage raus und wickelt sie hinten um der Dritzel und dann wird die Säge gestoppt. Es ist wirklich verdammt scharf und es war im Auslaufen und allein diese Kraft der Säge ist der Hammer. Die Säge wollte zum nächsten Ast und habe dann das Gas losgelassen und bin zu früh an den Körper gegangen mit dem und habe das Bein schon hochgezogen zum nächsten Ast. Also es sieht alles so leicht aus bei den Forstarbeitern, muss man echt sagen. Da geht er durch, sägt das Ganze ab und ich konzentriere mich sogar drauf und trotzdem passiert es dann und bin froh, dass ich sowas anhab. Inzwischen ist es 11 Uhr. Steiners Kollegen liegen gut in der Zeit. 20 Bäume haben sie bereits geschafft und die Äste entfernt. Und dann ist es auch für Matthias Steiner soweit. Er fällt seinen ersten Baum. Damit der in die richtige Richtung stürzt und keine anderen Bäume umreißt, wird zunächst ein Keil in den Stamm gesägt. Sehr schön! Matthias Steiner arbeitet präzise. Punktlandung. Der Baum fällt genau richtig. Habt ihr das drauf? Ich hab die Kleinen sogar noch stehen gelassen. Nachhaltig. Ein geübter Forstarbeiter schafft es so, bis zu 20 Bäume am Tag zu ernten. Auch für Matthias Steiner geht es jetzt zügig voran. Patricia Völling und Lars Wille haben schon alles vorbereitet. Patricia schneidet, Lars gibt Hilfestellung als Zweimannfällung. Wo muss der jetzt durch? Der muss hier durch. Der muss hier durch. Jetzt kommt der Weltmeister richtig ins Schwitzen. Mit dem Hammer müssen diese Metallkeile Stück für Stück in den Spalt geschlagen werden, bis der Baum kippt. Jetzt Baum fällt! Rückrichten! So. Schön! Da reicht einer am Tag. Ich glaube, da muss man auch eine Technik rausfinden, das richtig zu treffen. Also ich glaube, es wäre sinnvoll, wirklich einen Keil jedes Mal zu treffen. Und man hört es, die Pumpe läuft. Aber wenn man so jeden Tag, den ganzen Tag die Bäume fällen muss, ja, schon ordentlich. Bewunderung. Im nächsten Arbeitsschritt wird der Baum zerteilt. Die entasteten Stämme werden direkt in 1 Meter lange Abschnitte zersägt. Wenn der jetzt fertig ist, wenn ich das rausziehe, was kriege ich dafür? Was hat das für einen Wert? Was habe ich da umgeschnitten? Na, 90 Euro. Ich sag mal, wenn der Holzhauer auch was verdienen will, muss er natürlich richtig was hinlegen. Genau. Die 90 Euro teilt sich der Holzhauer die Rückung. Okay. Der Transporteur muss auch bezahlt werden. Der wird vom Sägewerk bezahlt. Aha. Also es sind mehrere Leute dran beteiligt an der Kohle. Also das muss schon effizient sein. Nur 90 Euro für eine riesige Kiefer. Schuld daran ist der Preisverfall. Der Wald ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dr. Jan Engel vom Landesforstbetrieb Brandenburg erklärt die Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt. Die letzten 2 Jahre haben Schadholz produziert. Das heißt, Holz, was abgestorben ist, was eigentlich gar nicht absterben sollte, das hat den Betriebsablauf durcheinander gebracht. Es mussten große Mengen dieses Holzes aufgearbeitet werden. Das war vielfach gar nicht möglich. Und durch diese großen Mengen ist auch der Holzpreis, der ohnehin nie sehr hoch war, noch in den Keller gegangen. Und das gibt jetzt gerade so ein bisschen Verwerfung. Und für kleinere und mittlere Forstbetriebe, die da auch wirklich von leben müssen, gibt das echt Probleme. Jan Engel kümmert sich auch um die Wiederaufforstung des Waldes. Zusammen mit Matthias Steiner will er heute 100 Jungpflanzen setzen. Wir haben uns natürlich auch die Böden vorher angeschaut. Wir wissen also ganz genau in den Revieren, welche Nährkraft die Böden haben, welche Wasserhaltefähigkeit. Und danach wählen wir dann eben auch die Bäume aus, die wir pflanzen können. Buche, Eiche ist hier so das Mittel der Wahl. Okay. Und die wollen wir dann quasi so als Wald der Zukunft etablieren. Und dann geht's los. Auch beim Pflanzen kommt der 37-jährige Olympiasieger ordentlich ins Schwitzen. So, die reicht. So, wie viele Bäume sind gesetzt? Ich denke 60.
von 100. Ja, die Jacke ist natürlich sehr warm. Man sieht, es ist anstrengend. Ich schwitze und lege mal die Jacke ab. Ja. Nein, also es geht ja auch darum, wir haben jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, sondern es sollen die 100 Bäume möglichst schnell gepflanzt werden und deswegen schwitzt man dann auch. Zum Abschluss soll Matthias Steiner hier im Wald sein ganz persönliches Andenken bekommen. Es ist die letzte Pflanzung an diesem Tag. Eine Eiche. Hier ist jetzt Steiners Eck. Ich komme kontrollieren in 10 Jahren. Gerne. Dann ist er vielleicht so hoch, wenn alles gut geht. Danke. Ich sag danke. Ich freue mich und fühle mich tatsächlich sehr, 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 sehr geehrt. Dann ist es Zeit, sich zu verabschieden. So, wieder in raus aus den sauberer Montur. Ja. Herr Engel, ich bedanke mich gerne. Sehr, sehr herzlich. Ich habe viel lernen dürfen, ausprobieren dürfen, habe auch geschwitzt. Ja. Und wenn ich schon schwitze, ja. Und es gibt Kollegen, die das 30, 40 Jahre machen, ich kann nur den Hut davor ziehen und habe größten Respekt. Ja, das glaube ich bestimmt. Vielen Dank auch an Sie, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao. Ja. Matthias Steiner hat am eigenen Leib erfahren, dass Waldarbeit ein echter Knochenjob ist. Auch für den stärksten Mann der Welt.